Drei Fußballstars, die auch für ein anderes Land hätten spielen können. Und ich sage euch eins, Platz 1 wird euch safe überraschen. Mich hat es sehr überrascht. LOL. Auf der Nummer 3 haben wir Leroy Sané. Und der Mann hätte auch für Frankreich spielen können. Hätte er sich mal für Frankreich entschieden, wäre er jetzt Weltmeister. Auf der Nummer 2 haben wir Zinedine Zidane. Und der Mann hätte auch mal für Algerien spielen können. Nur ist die Frage, hätte er dann so viele große Erfolge feiern können wie mit Frankreich bei der WM und EM, die er gewonnen hat? Ich glaube ja nicht. Und bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, checkt gerne noch meinen YouTube-Kanal aus, Andy FIFA heiße ich dort. Es wäre echt mega korrekt, wenn ihr noch ein paar Abos da lässt, wäre echt wirklich mega, mega korrekt. Abonnieren kostet nichts. Es wäre wirklich mega ein Traum, wenn wir in den nächsten Tagen die 1000 Abonnenten schaffen oder beziehungsweise mal erstmal die 920, aber die 1000 werden noch knackiger. Küsschen aufs Nüsschen für jeden, der abonniert. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und auf der 1 haben wir den viermaligen Champions League-Sieger Mateo Kovacic. Und der gute Mann hätte einfach mal für Österreich spielen können. Der ist einfach in Linz geboren. Alles klar. Alles klar. Aber hat sich für Kroatien entschieden. Ja, moin.